Max, gehen wir eigentlich wandern? Wir gehen wandern. Stahli hindern. Stahli hindern? Und sonst ist ja Tafel. Das ist ja nichts. Wild und Eid. In der heutigen Tour sind wir unterwegs zum Brunnital. Das liegt zinderst im Madranertal. Für mich persönlich ist es eines der letzten Täler, die ich im Kanton Uri noch nicht gesehen habe. Ja, und wenn man halbwegs gute Tourenfilme machen will, muss man halt manchmal den doppelten Weg gehen. Bereits nach kurzer Gehzeit ist man beim Gasthaus Legni. Das ist sehr liebevoll eingerichtet und lädt ein für einen Kaffee oder etwas Kleines zu essen. Voilà. Hat's jetzt so viel Erdbeere, so etwas habe ich noch nie gesehen. So schön reif. Jetzt sind wir bei den Alpstössi. Das ist hier. Wir kommen von hier unten her. Jetzt hier hinten gelaufen. Und jetzt gehen wir vielleicht hier zum Hotel. Mal schauen. Und dann hier zur Hinterbalmhütte. Und da hinten liegen wir dann irgendwo. Vielleicht sogar im Dschingelsee oben. Wir schauen. Und morgen gehen wir vielleicht hier das Bässli hinter das Bündnerland. Hier sehen wir die Alpstössi, wo wir dann kurz etwas getrunken haben und ich wieder meine Schuhe abziehe. Den Riesenrucksack habe ich übrigens selten dabei und er verleitet ein bisschen dazu, viel zu viel warm mitzunehmen. Super Sache! Wir sind ja gerade am schauen, ob ich ein Loch in der Matte habe, respektive ich habe sicher eins drin. Ich habe schon seit 3 Jahren das Problem, dass ich jede Nacht zweimal die Luftmatratze aufblasen muss, weil irgendwie so ein scheiss kleines Löchchen drin ist, das man nicht findet. Und jetzt schauen wir noch einmal. Und ja, sonst ist das halt so. Ich habe mich schon irgendwie ein bisschen daran gewöhnt. Der imposante Wasserfall hier ist für mich einer der schönsten im ganzen Kanton Uri. Ja, und was jetzt hier recht unappetitlich aussieht, führt dazu, dass ich nach so einer langen Wanderung sehr entspannte Beine habe. Ich bin also nach wie vor sehr, sehr begeistert vom Barfußwandern. Und meistens ist es auch nicht so eine Sauerei wie an diesem Tag. Wir sind jetzt hier bei der Hinterbalmhütte, die ist von Juni bis Oktober bewartet und hat sehr nette Gastgeber. Die unterspülten Schneefelder sind im Spätfrühling etwas heimtückisch und nicht zu unterschätzen. Der mittlere Teil des Brunnibach hat sich schon sehr stark in Granit hineingefressen und ist sehr schön zum Anschauen.
Jetzt haben wir uns entschieden, dass wir heute in Gavardiras Hütte hochlaufen. Die ist auf gut 2,6 oben. Es gibt eine gemütliche Wanderung. Hier oben ist Firns. Gut, man sieht es noch nicht ganz. Dort laufen wir dran vorbei. Aber es wird eine ganz schöne Wanderung werden heute, denke ich. Und das Wetter ist besser, als ich erwartet habe. Bis jetzt. Am Abend kommt es nicht regnen. Nein, Max. So kann man einfach nicht schaffen. Mit so Amateuren. Gut, komm mal. So, jetzt habe ich gerade einen Abflug gemacht. Das kann passieren, so gelandet ist das auch nicht schlimm. An anderen Orten wäre das natürlich fatal. Dann schaut man aber auch anders. Jetzt sind wir gleich beim Firn hinten. Es ist einfach eine wunderschöne Gegend hier. Hört ihr es? Überhaupt kein Ton, nichts. Totenstille. Das hat man selten heutzutage. Blöde Munke! Schau! Wo? Schau! Was? Dort! Jesus! Wir Bauarbeiter graben Löcher und pfeifen den Leuten an. Jetzt fällt die auch noch! Ich glaub's ja nicht einmal! Finden Sie bei uns oben Ruhe in der Natur. Auf der Gavardiras Hütte haben wir dann als die allerersten Gäste von diesem Jahr dürfen einen Kaffee geniessen. Hier sieht man den imposanten Tödi mal von einer anderen Seite. Das Wetter hat langsam umschlagen und wir mussten nach dem kurzen Ausflug ins Bündnerland wieder schauen, dass wir zurück ins Tal kommen. Gewisse Hänge sehen mit meinem Weitwinkelobjektiv ein bisschen weniger steil aus als in der Realität. Im Brunnital sind wir dann von einer Herde Schaf empfangen worden, die gerade frisch auf die Alp gekommen sind. Hier sieht man die Hütte der Schäfer, das ist das einzig intakte Gebäude vom ganzen Tal.
Schluss von dieser Tour hat es dann nochmal zünftig angefangen. Und als wir dann zurück zur Golzerer Talstation gekommen sind, haben wir ein sehr, sehr schönes Spektakel beobachten können. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das doch sehr gemütliche Türchen gefallen. Nächste Woche gibt es dann wieder einen neuen Bergfilm. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Tschüss zusammen.